Hallo, meine geisterverjagenden Mineneroberer und herzlich willkommen zurück zum weiteren locker flockigen Röntchen hier bei War Tales. Wir sind auch schon gleich wieder unterwegs. Ich hatte gesagt, ich will jetzt eigentlich nicht überall das immer einnehmen, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, wir brauchen Erz. Wir brauchen Erz und das waren 4 Stück, meine Freunde, die ich beinahe da liegen gelassen hätte, denn mit Erz können wir uns wieder neue Sachen bauen und das sollten wir auch machen. Denn wir brauchen Rüstungen, wir brauchen Waffen und auch schon die höheren Stufen. Des Weiteren wollte ich mit euch, genau, ich wollte mit euch hier oben in diesen Turm gehen. Das war jetzt das Ziel, genau. Wir wollten jetzt in so einen Turm gehen, damit wir da nochmal reinschauen, ob wir da nochmal wegen diesem Schmied, das war jetzt das Ziel, genau, genau. Letzte Folge haben wir ja wieder einiges gemacht. Wir haben eine Mine erobert, wir haben den Flüchtlingen geholfen. Wir haben eine ganze Menge eigentlich wirklich gemacht. Wir haben die Mine, wie gesagt, ja erobert, gegen eigentlich viele Banditen, sind auch sehr gut bei weggekommen. Und muss auch so sagen, insgesamt bis jetzt läuft, finde ich, das sehr gut für uns. Wir gehen in den nächsten Kampf sogar mit 6 Tapferkeitspunkten, haben noch für 2 Tage aber leider noch Essen. Also wir müssen jetzt ein bisschen gucken, müssen auch in der nächsten Runde eine Besoldung machen. Also wir müssen in der nächsten Runde wieder ein Sold. Oh, guck mal. Jetzt machen wir hier erstmal schön Hinterhalt, weil wir brauchen... Oh, Stufe 3, aber wir haben den Hinterhalt. Doch, müssen wir kämpfen. Wir brauchen wieder Essen, meine Freunde. Ohne Essen ist einfach nichts. Ne? Also wir haben jetzt 6 Gegner, wir sind 5. Die sind überrascht. Und wir stehen wieder bescheiden als bescheiden. Wir haben jetzt... Boah, das ist ein mieser Stand. 1, 2, 3. Warte mal, ich habe hier unten noch 2 stehen. Okay, gut, das passt. Hier oben könnten wir etwas wohlgenauer stehen. So, muss ich nur mal gucken. Eber, Leitsau ist da. Wer fängt denn an? Als allererstes geht der da unten. Dann kommt die Leitsau. Dann kommt derjenige. Also wäre es am sinnvollsten, wenn Wilde Hilde hier oben stattfindet. Aber ich komme nicht an die Leitsau ran. Ne? Wie weit kann die Leitsau denn auch hin? Wobei. Wobei, wobei, wobei. Und die Leitsau konzentriert sich darauf. Er kann doch nicht so weit rennen. Das ist eigentlich ganz gut. Der nächste, der uns wirklich gefährlich werden könnte, ist jener hier. Von daher passt es eigentlich von der Aufstellung. Ich würde sogar mit unserem lieben Bardelhardel beginnen. Unser lieber Bardelhardel, der wird hier erstmal gleich ein bisschen Iberschaschlik machen. Denn je schneller wir sie ausbringen, desto besser ist es für uns. So, die haben jetzt zwar Wut. Kann er jetzt weiterlaufen? Nö. Genau, jetzt machen wir nämlich schön das hier. Jetzt ist das Gute, wir stehen recht weitläufig weg. Die Geländeformationen, diese da mal. Das war jetzt ja mal eine sehr gute Aktion. Aber als nächstes ist dieser hier dran. Weißt du, was das der Vorteil ist? Ja, warte mal, wie weit kannst du laufen, wenn ich da rangehe? Gar nicht weit. Sehr schön. Dann werden wir mal eine Runde hier mit der Wilden Hilde heute hier ein bisschen drauf einkloppen auf unseren schönen Ebel. Boah, die machen jetzt einen Schaden, meine Freunde. Das ist der Wahnsinn. Hohoho. Das läuft ja. Also das rühme ich mir. Hier könnte man, genau, was wir jetzt machen werden, ist auf jeden Fall, wir werden erstmal ein bisschen durchlaufen lassen. Wir lassen sie jetzt rankommen. Das Einzige, genau, wir haben nämlich hier schon einen Attack und den Rest lassen wir rankommen. Wir brauchen, dass die erstmal näher sind, damit wir ein bisschen mehr Vorteile haben. So bringt es uns nämlich gar nichts. Weil guck mal, er kann jetzt rankommen. Ich könnte jetzt mich da ransetzen, habe ich ja das Problem. Oh, warte mal. Hackert könnte... Hackert könnte, genau. Kann der noch weiter? Ja, du kannst nicht. Ja, das war jetzt sehr sinnvoll von mir. Da habe ich jetzt wieder mal eine sehr interessante Sache gemacht. Wir schalten den erstmal aus. Hier, das war einfach nur Blödsinn von mir. Aber dadurch, dass wir ihn jetzt ausgeschaltet haben, nachher ist dann der Eber am Ende dran. Okay, Hackert. Also, das heißt, du solltest dich zumindest schon mal in die Richtung stellen und dann beenden wir den Zug, weil der ist nämlich nachher gleich schon wieder dran. Okay, das ist interessant. So, also, derjenige welche. Du bist als erstes dran. Dann bist du dran. Die Leitsau ist danach dran. Okay, jetzt muss ich kurz gucken. Der dran ist. Was hast denn du für einen Winkel? Okay, du könntest überall hin und du könntest auch überall hin. Dann würde ich sagen, Mr. Bart,
Mr. Bart, ich suche Rat und ich würde gerne, dass du mir die hier alle mal ein bisschen wegräumst. Sehr schön. Und dadurch, dass... Warte mal, wo kann der noch hin? Ich könnte Bart da hochstellen, ne? Wenn ich Bart da hochstelle, ist er eigentlich ideeller positioniert. So, er wird sich jetzt an Rhea ransetzen. Da komme ich jetzt leider gerade nicht drum. Wir müssen den Kampf jetzt da suchen. Was mir halt fehlt, ist eine Möglichkeit. Wie ich am einfachsten die abhalten kann. Ich bräuchte noch einen, der so ein bisschen tanky unterwegs ist. Das wäre vom Vorteil. Da ich das aber gerade noch nicht habe, ist das ein bisschen schwieriger. So, die Leitsau haben wir jetzt auch schon mal ein bisschen im Kampf drin. So, Hackett ist mir jetzt... Hackett hat 11. Nee, warte mal. Wir machen das jetzt anders. Wir werden ihn jetzt erstmal angreifen. Denn wir haben, Diego haben wir auch einen recht gut equippten Spieler, der jetzt ein bisschen mehr Rüstung hat als Hackett. Hackett ist jetzt ein bisschen schwieriger. Den können wir jetzt nicht einfach so, ne? Ist ein bisschen schwierig. So, wenn ich jetzt mit ihm, könnte ich ja aber sagen, Hackett, könnt ihr euch... Warte mal, Hackett kann ja... Hier erstmal ran. Dann kann Hackett hier schon mal ein bisschen einstechen. Wir machen die Runde. Jetzt kommt der nämlich näher ran. Dadurch haben wir das alles taktisch gut aufgestellt, bin ich der Meinung. Wir sind dann taktisch wirklich sehr gut dabei. Und die könnten eigentlich... Genau, warte mal. Wer ist denn als erstes dran? Der Eber ist dann dran. Wie läuft denn der? Der könnte sich... Oh, an Diego ransitzen. Danach ist der dran. Jo. Jetzt muss ich gerade ganz kurz überlegen, wie mache ich denn das am besten? Ich glaube, am besten ist es, wenn ich Mr. Bart da reinsetze, ihn ausrangiere, dass ich ihn gleich schon wieder weg habe. Gut, ich kriege ihn noch nicht weg, aber er wird uns jetzt erstmal nicht gefährlich werden. Das ist jetzt keine Problematik für uns. Das geht so. Jetzt habe ich nur das Problem, Mr. Eber. Ego macht 15 bis 19. Mit der macht jetzt leider nur 8 bis 10. Kann zwar von hinten attacken, aber bringt mir nicht viel. Also werden wir ihn jetzt angreifen. So. Mache ich ihn jetzt weg mit den 2 oder heb ich nicht? Heb mir das auf. Die Punkte sind mir gerade zu göttlich. Die würde ich mir jetzt nicht für so einen Blödsinn, also für mich ist es gerade wirklicher Blödsinn, die jetzt aufzuopfern. So, Hacket. Warte mal, wir machen es anders. Wir gucken jetzt erstmal, was sagt denn... Oh ja, Wilde Hilde macht erstmal Ende im Gelände. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und kann jetzt aber nicht weiter ran. Also werden wir mit Wilde Hilde hier nochmal einen schweren Schlag... Nee, warte mal, das ist... Ich würde die gerne mitnehmen. Ich nehme die mit. So, und jetzt gehe ich mit Hackett hier ran. Die greift dann von hinten, kann da nochmal ein bisschen schädigen. Und jetzt greifen wir von vorne... Nochmal mit unserer kleinen Rehe an. Wir kriegen immer ein bisschen Schaden mit rein, aber wir nehmen das einfach mal mit. Aber es klappt, insgesamt klappt das schon alles so, wie wir es gerne haben wollten. So, pass mal auf. Also, Diego, du hast ja schon hier eine mehr als gute Arbeit geleistet. Dann machen wir da auch jetzt Ende. So, du bist danach dran. Dann können wir sagen, mach du weg. Dann machst du hin. Dann machst du weg. Dann gehst du dahin und dann machst du ja auch nochmal ein kleines Ende im Gelände. Und dann haben wir alle weg. Haben wieder genug zu essen. Müssen zwar jetzt ein bisschen reparieren. Aber ich muss sagen, das ist jetzt nicht... Guck mal hier. 6 mal davon, 4 mal Leder, 5 mal... Also wir haben 20er. Wir sind für 3 Tage wieder erstmal... Und müssen aber jetzt leider für 5 reparieren. Das ist natürlich wieder nachteilig. Wir kriegen 60 EP und 14 Einfluss. Insgesamt ist das okay, meine Freunde. Aber wir müssen halt auch schon wieder bald nächtigen. Deswegen würde ich gerne lieber schon wieder ein bisschen Fleisch mitnehmen. Okay. Suchen wir mal hier den Gegner. Wo bist du, mein Freund? Oh, da. Direkt reingelaufen. Also nichts mit Überraschung. Aber das ist schon krass, ne? Wir gehen einen Kampf nach dem anderen gerade. Also wir haben Kampf, Kampf und Kampf. Greife ich den so an, da greife ich ihn so an. Was hast du? Du hast den Phantom Eber als erstes. Phantom Eber wurde dort. Wenn wir hier oben machen, könnten wir... Die Eber sind beide als erstes. Die Eber kommen nirgendwo ran. Wir könnten als allererstes... Wop.
Und Bart muss auch noch mal da hoch, meine Freunde. So. Dann würde ich gerne lieber das so machen. Und dann haben wir das nämlich so. Der läuft bis dahin. Der läuft bis dahin. Dadurch könnten wir ein bisschen was umgehen. Es kommt jetzt darauf an, was Bart mit dem Geisterwolf als erstes gleich tut. Ihn im Endeffekt fast ausnocken. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen laufen würde. Na, ich würde bis dahin laufen. Dann könnte ich den ausschalten und du könntest mich aber da nicht kriegen, ne? Bis dahin läufst du jetzt. Ja, sehr gut. Dann weißt du, was ich jetzt mache. Jetzt schieße ich den mir erstmal aus der Range raus. Der kommt jetzt auch nicht mehr weiter. Der ist jetzt ziemlich weit am Hintern. So, dadurch kann ich jetzt, weil jetzt als nächstes ist ja erstmal er dran. Er läuft, dann wissen wir, wo er ungefähr steht. Dann kann ich mit ihr an ihn nämlich rangehen. Dann kann Hackett nämlich, Hackett, du bist jetzt hier hoch. Und wirst mir jetzt den ersten Wolf entledigen. Bombastig. So, wir machen jetzt das hier. So, der Phantomeber steht jetzt da. So, als nächstes kommt der Phantomeber. Der kann ja wirklich gar nichts machen. Das heißt, Miss Wilde Hilde. Ach Mist, du kannst gar nichts machen. Wa? Na gut, dann gehen wir hier an ihn ran. Hatte jetzt ein bisschen auf mehr gehofft. Aber ist ja auch nicht schlimm. Dann machen wir jetzt hier einfach mal ganz fix das zu Ende. Da habe ich mich ein bisschen verschätzt vom Zugwinkel. Wir brauchen, die hat ja zwei Minusbewegungen. Da müssen wir echt nochmal rangucken. So, Rea hat 11. Machen wir mit Diego erstmal. Pass auf, wir setzen Diego jetzt hier ran, damit wir das mit Diego hier beenden. Dann haben wir den nächsten nämlich weg. Und dann kommt jetzt als nächstes nämlich der Geisterwolf. Der wird sich an Diego leider ransetzen. Dann werden wir mit Rea nochmal an den Dings rangehen. Wir machen mal da. So, ballern wir sie da. Ballern wir den da schnell weg. Und dann beenden wir den Zug. So, jetzt ein Albtraum erscheinen. Hm. Okay, jetzt müssen wir mal ganz schnell agieren. Passt mal auf. Der kommt. Oh, der kommt danach schon ran. Aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht so schlimm. Wilde Hilde. Würde ich mir noch auffehlen. Diego, wenn du da jetzt drauf ballerst. Könnte gehen. Ballast da drauf, ist tot. So. Wenn ich jetzt an ihn ranlaufe, wir haben jetzt zwei Punkte. Könnte ich den mit Raserei schon mal ein bisschen niederstochen? So, mit ihr gehe ich jetzt von hinten ran und versuche mein Glück. Nein, Mist. Und jetzt versuche ich mit Hackett noch den Rest, damit wir die beiden schon mal raus haben. Dann kommt aber er rein und ich kann, sehr schön. Dann haben wir das nämlich erledigt. Dann sind die nämlich schon mal raus. Jetzt kommt er kommt an meine wilde Hilde ran. Leider, aber ich kann danach den Albtraum, ach du Heilige, den Albtraum hat er noch nicht gerade. Der Albtraum, der hat ja 64, warte mal, der macht bei mir 20, kommt vielleicht auf 40. Und ich komme auch nicht viel. Warte mal, wir machen es anders. Ich werde den mich jetzt entledigen. Ich werde gucken, ob ich mit den entledigen kann. Ah, nicht ganz. Nicht ganz. Aber ich könnte mit ihr. Genau, ich mit ihr mache jetzt schnell noch den hier. Und dann ziehe ich mich mit ihr in diese Richtung hin. So. Und beende den Zug. Jetzt kommt er ran. Oder auch nicht. Bindung des Schreckens. Diese Einheit erleidet am Ende ihres Zuges 3 Schrecken. Der Effekt wird entfernt, wenn die Einheit neben einem Verbündeten steht, der von diesem Effekt betroffen ist. Okay, jetzt muss ich gucken. Wie kriege ich das am besten hin? Wie kriege ich das am besten hin? Pass mal auf, wir machen das einmal so. Dann ballern wir den da. Dann nehme ich den. Was? Nein, du sollst den hier nehmen.
Meine Güte, so, den. Jetzt ist er erstmal leider da im Nebel drin, dann machen wir das. Jetzt kannst du ja hier schon mal rangehen. So, ah, sehr schön. So, jetzt ballerst du auf den ein. Und ja, wir haben es geschafft. Oh. Wir kämpfen immer mit der Zeit, dass in den entscheidenden Momenten, glaube ich, rennen wir dann weg oder sowas. Aber jetzt haben wir das geschafft. Wir haben jetzt für 4 Tage Essen und wir haben 16 weißes Leder. Müssen wir mal aber leider 2 reparieren. Das ist halt immer das Problem, dieses Reparieren. So, und jetzt müssen wir natürlich aber auch wieder rasten. Rasten heißt, wir müssen zahlen. Ja. Yep. Und wir brauchen wieder 16. Ne? Warte mal, 1, 2, 3, 4 können wir auf jeden Fall machen. Und der Rest ist aber immer 4er. Naja, okay. So, dann machen wir das so. Und dann haben wir noch für 3 Tage Essen. So, wir haben 6 Points. Oh, guck mal. Ach genau, stimmt. Wenn wir Geisterjäger, kriegen wir 3 Punkte. Und wieder einer. Genial. Wir kriegen also immer, wenn wir gegen so einen Schrecken machen, kriegen wir 3 Punkte. Wir erhalten das nächste. Warte mal, jetzt muss ich gucken. Askese hatten wir ja schon. Kammerjäger. Wir können das Rattennest gewährt nochmal zusätzlich Einfluss. Aggressionsreichweite von Tieren. Wir können den Lauf machen. Gefährten werden im Kampf nicht so leicht verletzt. Das machen wir mal. Ich will nicht so leicht verletzt werden. Das ist mir am liebsten. Ich muss meine Mitmenschen ja hier so mal ein bisschen schützen. Das sollten wir auf jeden Fall mal so ein bisschen drin halten. So. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Turm auf Altesberg. Oh. Und wieder einen Punkt bekommen, meine Freunde. Wieder einen Punkt bekommen. Zungenfertig, Angebotsjäger. Okay, hier ist jetzt für mich nicht interessant. Was für mich jetzt langsam interessant wäre, wäre, wenn wir auf, genau, auf den hier gehen. Der wäre jetzt erstmal sinnvoll, wenn wir da drauf gehen. Genau, wir nehmen erstmal die Geisterwaffen als nächstes. Oh, Renoven und Wilderer. Ich dachte, hier war der Schmied. Aber es sind Stufe 2. Wir kämpfen gegen... Ja, doch, das müssten wir schaffen. Es ist halt krass, ne, wie viel wir immer am Kämpfen sind. Kämpfen, 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 kämpfen. Also ihr macht mir das jetzt gerade sehr leicht, muss ich sagen. Ihr macht mir das gerade wirklich sehr leicht. Ja, ja, sehr, sehr leicht sogar. Warte mal, was hast du für eine Range? Von hier aus gesehen könntest du an dem ran. Wie ist das mit Diego? Kommst du von hier? Oh, Diego hat eine wirklich gute Range. So, und dann, der ist ja dran und dann ist er ja dran, ne? Nee, oh, warte mal. Aber was hast du für eine Range? Bis dahin und dann hast du noch so eine Range. Also es könnte sein, dass der erstmal nicht so schnell herankommt. So, dann würde ich dich sagen, ich packe dich mal da rein. Ist der und dann ist der dran. Okay, also könnte ich mich mit dir, Diego, schon mal mit dem hier messen. Boom. Und dann macht Diego erstmal hier einen richtig fett rein. Und dann steht der hier schon erstmal da und hat gar keine Chance mehr. 7 bis 9. Nee, wir lassen das mal. So, jetzt kommen die nämlich erstmal ran. Bis die nämlich dran sind, können wir... Warte mal. Er ist da dran. Er ist danach dran. Gut. Könnte ich mir noch mal einen dahin, wenn ich mit Rea komme, jetzt aber nicht daran, ne? Aber ich könnte mit Bart noch mal machen, dann ist da hinten nämlich der dran. Warte mal, mit Bart könnte ich doch, ich laufe mal mit Bart hier hin. Na gut, ich laufe mal mit Bart ein bisschen weiter hier hin. So, jetzt habe ich den nämlich drin, dann machen wir den weg. Platsch. Und als nächstes ist ja dann der Ganove dran, ne? Den schießen wir mal noch mal ein bisschen in die Enge. Und du kannst leider jetzt genauso weit laufen, dass ich mit Bart nicht mehr wegkomme. Okay. Dann muss ich jetzt doch nochmal meinen... Oh gut, wobei, da kann ich meine Hilde ransetzen. Wenn ich Hilde ransetze, die kann dann den erstmal schnell umhauen und danach kann sie sich an dem anderen binden. Das könnte schwierig werden. Rea hat ein bisschen mehr Reichweite. Er hat halt noch 10. So, warte mal, wir machen das mal anders. Könnte ich mich jetzt hier so ein bisschen... So, der ist tot.
Okay. Dadurch kann er nichts mehr machen. Dann würde ich den jetzt so setzen. Dann würde ich sie jetzt... Arg! Kann ich mit... Oh, na dann machen wir es anders. Tut mir leid, dann muss ich leider ein bisschen umswitchen. Da habe ich jetzt leider gar keine andere Wahl. Weil ich würde mit... Ich muss mir mit Hilde unbedingt noch was ausdenken. Hilde bringt mir immer noch nichts so. Weil ich nicht da rankomme, wo ich ran möchte. So, warte mal. Der ist schon dran, der ist schon dran. Wer ist denn von nachher? Nachher ist der Ganova und dann ist der Ganova. Und der ist ja erstmal dann dran. Okay, also sprich, die wilde Hilde, die setze ich mir schon mal... Setze ich mir schon mal hier hin. Machen wir beenden. Jetzt kommt der erstmal wieder ran. Jetzt muss ich mal gucken, ob der überhaupt noch schießen kann. Ziemlich weit, ne? Oh. Gut. Also, der ist da. Dann ist der, dann ist der. Mit Bart könnte ich aber eigentlich, wenn ich den Lauf nach dort mache. Mach mal den Lauf nach dort. Könnte ich da aber eine ganz schnelle Beendigung mit dem Range machen. So. Der Bogenschütze schaltet den Bogenschützen aus. So, wie weit könnt ihr noch laufen? Okay, ihr seid mir jetzt ziemlich nah dran. Gut, dann würde ich mit meinem Body Hardy, du kommst hier rüber, bleibst mal da stehen. Und dann lässt du den mal ranlaufen. Mal gucken, wo der jetzt hingeht. Also er wird wahrscheinlich unsere Hilde angreifen. Na gut, das passt mir. Unsere Hilde macht das schon. Jetzt würde ich mit Diego das Tage von hinten noch angreifen. Diego? Hallo Diego. Musst schon in die richtige Richtung gehen. Danke. So, und jetzt schön mal... Oh ja. Ich mag die, also die Endanimationen, die sind wirklich schon richtig nice. Also die haben wirklich so ein bisschen was in sich. Gut, er wird jetzt bis dahin laufen. Dann wird Diego... Manchmal schaltet er nicht richtig um. Diego wird bis hierhin gehen. Pause. Oh, wilde Hildchen, du kannst ja schon mal hier auf dem ein bisschen einprügeln. Okay. Wildes Hildchen hat wieder ihren Spaß gehabt. Ist halt die Überlegung. Guck mal, der kommt bis da nur hin. Und ich glaube, der kann nichts machen. Ich glaube, ich werde mich jetzt mal hier so hinstellen. Und damit steht sie außerhalb. So. Machen wir den. Und jetzt steht er halt hier vorne und ist, ja, guckt doof aus der Wäsche und hat gar keine Chance. So, ja, dann machen wir Mr. Hacker. Der geht erstmal von hinten ran. Haut erstmal schön mit zustechen. Manchmal ist das ein bisschen komisch. Ich klicke drauf, aber er wird nicht so aus, wie ich es gerne hätte. Aber ist jetzt gar kein Problem. So, Hackert hat das erledigt. Dann geht nochmal ein bisschen Reha ran. Ich finde, wir haben eigentlich wirklich eine sehr schöne Runde gemacht. So, fertig. Wieder auch. Wir haben den Turm jetzt erobert. Ohne großartige Probleme. What the hell? Oh, guck mal, wir haben Dietriche bekommen. Geld. Ein Schiffslock. Salzes hat die Seiten und Worte des Verfassers zerfressen. Das ist ein Schmuckstück. Schädigter Dolch, Vergiftung, fügt den, ja, Vergiftung ist das, Leder, ein bisschen Holz und ein Tappert des Gesetzlosen, leichte Rüstung. Wir müssen wieder unsere zwei nutzen zum Reparieren. Ah, okay. Leider war das nicht das Ding. Ich habe mich hier wieder falsch. Aber ihr seht ja, ich sag ja, guck mal, da ist ein Bogen, den kann ich nicht mitnehmen, das ärgert mich. Aber ich sag ja, das ist halt immer so ein bisschen schwierig. So, wir haben jetzt zweimal eine Kiste hier. Wir können jetzt zwei Kisten uns versuchen mal zu entsperren. Dazu machen wir das. Hauptmann Bart ist unser Hieb. Und jetzt können wir hier mal dreht den Dietrich und drückt, um ihn in das Schloss einzuführen. Je näher der Dietrich an einer Öffnung ist, desto mehr hebt er sich. Doch wackelt er zu sehr, könnte er brechen. Jetzt musst du halt hier so. Ja, genau, das ist es. Ich habe jetzt nicht richtig mitgekriegt, wer durch ist. Okay, der haben wir. Ah, sehr schön. Ist aber trotzdem nicht gerade so einfach, wie man denkt. Lol. Alazarischer Dreiecksschild. Kraftvoller Konterrüstung 10, 13. Leichte Federn, Reichweite plus
1 und noch Wissen bekommen. Okay, das war jetzt ja mal, du hast hier 12 und 6, ne? Und dann war 13 und 10 und da kriegen wir kraftvollen Konter. Boah, der sieht cool aus. Ich finde, der sieht ja richtig gut aus. Und Reichweite ist, glaube ich, Bewegung, ne? 2, wenn ich jetzt den mache. Reichweite, was heißt denn Reichweite? Ah, nee, Reichweite. Reichweite ist was anderes. Bart, mein Kleiner, du kriegst eine höhere Reichweite. Das ist gut. Das heißt, er kann weiter schießen. So, des Weiteren lesen wir das mal. Ja, dann kriegen wir nämlich nochmal einen Punkt da unten rein. So, ach ja, genau. Wir haben ja hier noch ein tappertes Gesetzlosen. Hacker, was hast denn du? Du hast glaube ich, schon so einen Tapper, ne? Genau. Rea hat schon so einen Tapper und Diego hat aber... eine bessere Rüstung. Da nehme ich die Rüstung mit. Das ist mir lieber. Oh, das sieht doch richtig cool aus, wer das Ding da hinten so drauf hält. So, wir sind jetzt bei 4. Ey, guck mal, wir müssen echt aussortieren. Oh, warte mal. Rea, du hast doch einen Dolch. Geschädigter Dolch Stufe 1. Ich habe einen beschädigten Dolch Stufe 2. Sehr gut. So, mal gucken, was hier noch drin ist. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da so krasse Ware drin ist. Okay, Nummer 1 haben wir. Ja! Hauptmannbart ist jetzt Dieb-Lehrling. Gut. Und was haben wir drin? Kirschen, Barsch und Apfelwein. Wir müssen wirklich mal langsam in die Stadt. Wir müssen unsere Ware ausräumen. Wir haben zu viel wirklich dabei. Das ist wirklich viel zu viel. Des Weiteren haben wir jetzt Gewichtsträger. Wir sollten vielleicht doch mal die Tragfähigkeit um 10. Dann könnten wir nochmal 10 mehr mitnehmen. Oder aber, wir haben ja jetzt den hier gelernt. Vielleicht wäre es besser, wenn wir noch einen Geisterstreit können lernen. Oder wir gehen wirklich langsam auf die Rüstung. Wobei, das ist alles auf Stufe 5. Unsere sind jetzt gerade mal 3. Ich kann die eh noch nicht bauen. Wir machen Gewichtstraining. Es hat jetzt im ersten Moment hat das mehr Sinn, weil wir brauchen das jetzt eher. So, wir haben den Turm jetzt freigeräumt. Können damit jetzt dann leider noch nichts anfangen. War du nicht. Die hebe ich noch auf, weil da warte ich noch auf einen. Und den können wir dann aber erstmal, glaube ich, dann erstmal entsorgen, sage ich mal. So, Türmchen ist erledigt. Wo war denn der Schmied gewesen? Ich weiß, dass es irgendwo noch einen Schmied in einem Turm gab. Wenn nicht, müssen wir mal hier oben demnächst mal ein bisschen absuchen. Ich würde sagen, wir machen uns Richtung Stromkap, den Hammerhelfer. Also da die Quest abgeben, gucken, was wir da noch Neues bekommen. Und dann gucken wir mal weiter. Das wäre jetzt meine Meinung dazu. Wir müssen jetzt mal einfach mal ein bisschen was voranbringen. Wir haben jetzt eigentlich ein gutes... Oh, nicht schon wieder... Nee, jetzt nochmal mit ein paar Säulen kämpfen, das ist jetzt für mich nicht das Ziel. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt einfach mal fix, ganz schnell in die Stadt zu kommen. Oh, seht ihr, jetzt habe ich nämlich einen Fehler gemacht. Jetzt sind sie extrem langsam. Ist nämlich auch ein Nachteil, ne, wenn du das hast, weil es zieht uns ja trotzdem Energie aus. Und also es zieht uns zum einen Energie aus, ja, das habt ihr verstanden. Und du läufst einfach trotzdem extrem langsam. Also kommst da nicht voran. Das ist dann wieder ein bisschen, ja, schwierig. Wir laufen. Ich glaube, wir werden hier lang laufen. Nee, warte mal, da ist das schon wieder... Wobei, der ist jetzt wieder gut, wenn wir den kriegen würden. Die brauchen wir. Genau, die brauchen wir. Aber ich sehe die immer nicht so gut. Da. Kämpfen. Die brauchen wir. Wir brauchen dieses Leder. Dieses Leder ist wichtig. Ab Stufe 5 können wir dann wirklich richtig gutes Zeug bauen. Und Phantom über. Du hast eine Range, du würdest alle treffen. Da müsste ich jetzt mal gucken. Wildes Hildchen. Kannst du von da aus an den Phantom über ran? Ja, sehr schön. Mr. Bart sitzt da. Der Geisterwolf würde von dort dann gehen. Da würde ich dann mit Bart, glaube ich, danach das machen. Aber jetzt gehe ich erstmal mit dem wilden Hildchen. Ich gehe mal von der Seite ran. Dann habe ich da nämlich noch offen für die anderen, wenn wir es denn brauchen.
So, jetzt kommt das Gute, weil wir einen Punkt mehr bekommen haben, können wir ihn jetzt damit hineinpacken. Er ist jetzt ein bisschen geschwächt, macht mir jetzt nicht so viel Schaden. Stimmt! Das Schild gibt mir jetzt ja nochmal. Ist ja geil. Wird dich einer von angegriffenen Gegnern getroffen, schlägt sie mit einem Gelegenheitsangriff zurück. Kann nicht durch eine Gelegenheitskraft. Ist ja geil. Das ist jetzt geil. Alter, kannst du sagen, was du willst. Das ist jetzt wirklich richtig nice. So, pass mal auf. Zuallererstes machen wir jetzt den Geisterwolf weg. Den braucht jetzt keiner mehr. Also den können wir jetzt mal entledigen. Boom. Das Schild ist ja der Wahnsinn. Kraftvoller Konter heißt das also. Okay. Als nächstes wirst du sein. Da könnten wir mit Rhea dann ran. Ne, genau. Rhea wird von der Seite rangehen. Hat jetzt auch ein bisschen mehr Schaden dabei. Rhea beendet den Zug. Ah Mist, ich habe hier leider nur Hackard. Und mit Diego könnte ich vielleicht den Phantom-Eber dann noch attacken. Also so, pass mal auf, wo mal den hier. Wenn ich den jetzt mache. Ah, was mache ich? Ich mache jetzt den. Will er sich zurückziehen? Ja! Ach, Taktik ist alles. Taktik ist alles, meine Freunde. Gut, jetzt kommt leider etwas, was keine Taktik bringt. Diego muss leider warten. Jetzt müssen wir leider einen Zug machen. Jetzt kommt es drauf an, wo er hingeht. Ja, er geht zu der richtigen Person. Boom, haut mit 4 drauf. Sie haut zurück. Und der Gegenangriff ist ja der Wahnsinn. Der Gegenangriff ist ja der Wahnsinn. So, pass auf. Wir machen jetzt das noch mit ihm. Machen wir das Ding zu Ende. Und wo ist der Albtraum erschienen? Der ist hier hinten erschienen. Ach du Heiliger. Okay. So, wir machen jetzt mit hier, mit dem. Platsch. Weil die halt öfters mal zusammenkämpfen, hat sich das verbessert. Das finde ich schon mal nice. Geisterwolf, was hast denn du für eine Range? Okay, wenn ich mit dem hier hinlaufe, kann ich das anders machen. Gut. Diego hat noch eine Range. Du gehst dann in die Richtung. So. Mr. Bart. Wenn ich da hinlaufe, kommst du leider ran. Was jetzt aber nicht schlimm ist, weil ich ziehe erstmal einen anderen Charakter ran. Jetzt muss er nämlich mit dem Geisterwolf laufen. Ich zwinge ihn jetzt zum Laufen. So, wenn ich ihn zum Laufen zwinge, er ist genau dahin gelaufen, wo es schlecht für uns ist. So, also wilde Hilde, leider ist es problematisch, wenn ich den Tank da hinten habe und der dort vorne den Spawn macht. Das ist für mich jetzt problematisch. So, wenn ich jetzt laufe, ich kann jetzt bis dahin laufen. Machen wir jetzt auch. Und jetzt ballere ich mir natürlich den dadurch. Der Problem ist, den kriege ich jetzt noch nicht weg. Ja, dann ballere ich da noch einmal rein. So. Und Mr. Hackard. Mr. Hackard läuft bis dort hoch. Und jetzt ist der drin. Jetzt macht er mir so eine Attacke auf. Ah. Gut, neue Runde. Jetzt muss ich mal gucken. Ich muss jetzt gucken, dass ich den wirklich als erstes wegkriege. Und tschüss. Wieder ein Albtraum gekillt. Die Albträume sind immer das Wichtigste, dass wir die so schnell wie möglich wegballern. So, jetzt hat Hilde noch die Möglichkeit, bis dahin ranzukommen? Nee, aber Hackard hat der, ne? Und sie hat auch. Gut, du gehst jetzt von der Seite ran. Das Interessante ist, es macht einfach Spaß. Du hast so viele Möglichkeiten, hier in diesem Spiel wirklich was zu agieren, was zu ändern, was zu handeln. So, wir haben jetzt hier wieder ein bisschen Wolfsfleisch, wieder weißes Fell und so weiter. Jetzt können wir mit einmal reparieren, kommen wir sehr gut voran. Und wir haben Stufe 4 mit Bart erreicht. Also Bart ist jetzt Stufe 4. Wir werden wieder ein Karriereziel machen natürlich. Wir werden natürlich dein Geschick erhöhen. Und jetzt können wir jetzt mal erst ab 5 wieder skillen. Das Coole ist, hier hast du ein paar schöne Möglichkeiten. Jedes Mal, wenn diese Einheit dir einen kritischen Treffer erzielt, bewirkt sie eine Blutung. Hier hast du bewirkt alle 2 Angriffe Verwundbarkeit. Der nächste erlittene Angriff wird ein kritischer Treffer. Und das ist, was mich sehr interessiert. Da mache ich nämlich sozusagen immer erstmal den Normalhit, dann den anderen Hit und dann hat er halt noch mehr und du hast halt so viele Möglichkeiten, das freut mich so. Und jetzt haben wir noch Rhea. Rhea ist Stufe 4, die kriegt ab Stufe 5, kriegt sie jedes Mal, wenn diese Einheit von hinten angreift, bewirkt sie 2 Gift, dadurch kann ich dann auch umändern.
Fügt nach Benutzung einer Fertigkeit dem nächsten Gegner innerhalb von 4 Metern 3 Schaden zu. Bewirkt am Anfang jeder Runde beim nächsten Gegner eine Runde lang Anfälligkeit. Erlittener Schaden. Okay, das sieht ja interessant aus. Willenskraft stärkt die Moral der Trupps im Kampf, außerdem erhöht außerdem kritische Treffer 15 Punkte. Diese Einheit überlebt das erste Mal, wenn sie eigentlich im Kampf sterben sollte. Einmal pro Begegnung. Haben wir jetzt nochmal ein bisschen Crit oder? Ich erhöhe hier erstmal nochmal ein bisschen die Bewegung. Ich will ein bisschen beweglicher mit unseren Einheiten sein. Das würde mir am liebsten. So, weiter. Ja, das lassen wir liegen. Stopp mal jetzt. Wir müssen weiter in die Richtung. Ja, genau. Wir müssen weiter da hoch. Jetzt gucken wir mal. Hier haben wir nämlich nochmal ein Albtraum besiegt. Ein Albtraum besiegt. Jetzt müssen wir schon wieder rasten. Oh Gott, oh Meter. Mitten im Wald. Okay, jetzt könnte es sein, dass wir dann doch mal angegriffen werden, weil wir mitten immer noch keine Gefahr. Okay, das erklärt mir mal einer. So, Apfelwein können wir mal genießen. Dann können wir noch ein Kadaver reingeben. So, dann gehen wir mal Barsch, Barsch und Barsch. Und dazu gibt es 2 Kirschen. So, der Apfelwein bewirkt nochmal, dass wir nochmal ein Lächeln kriegen, weil so können wir auch die Kadaver ein bisschen runterkriegen. Meine Gefährten sind glücklich. Einfach nur glücklich. Euer Trupp ist besser aufgestellt. Ihr könnt jetzt euren Gefährten zum Leutnant ernennen. Der Nachteil ist, ein Leutnant kostet mich wieder mehr Sold. Also wir sind jetzt schon bei 95 Sold. Also das ist schwieriger als in meiner anderen Runde. Ich hatte da weit weniger Kosten. Aber ich werde auf jeden Fall meine wilde Hilde. Dadurch kommen wir wieder 2 plus Sold dazu. Aber wir haben unsere wilde Hilde wird jetzt unser Leutnant werden. Boom. Ich glaube, sie hat jetzt nochmal irgendeine Zusatzfähigkeit. Taktische Ordnung Verbündete um diese Einheit herum erhalten den Status stramm stehen. Diese Einheit erzeugt doppelt so viel Tapferkeit. Das ist halt cool. Das bringt uns dann nachher auch noch was. Zumal die vorne im Kampf ist und sie steht ja auf jeden Fall immer vorne mit dabei. Und die wilde Hilde ist natürlich die beste Freundin von unserem Bart. Und deswegen ist das auch so. Jetzt gehen wir mal Richtung. Jetzt gehen wir mal Richtung unseren Dings. Warte mal, was war das da gewesen? Achso, so eine Pilze jetzt. Nee, komm, Pilze brauchen wir jetzt erstmal nicht. Gehen wir mal wieder Richtung Stadt. Wir müssen ein bisschen Geld abkassieren, weil wir müssen beim nächsten Mal wieder Sold bezahlen. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Geld jetzt mal gemacht. So, auf zum Gasthaus zur Jause. Hallöchen. Du, pass mal auf. Nö, gerade, also ja, suche ich gleich, aber erstmal brauche ich das Geld, was du mir gibst. Und dann, da, Kopfgeld, Rojens, klick auf den Banner, der Bruder schraubt rauf und tötet Rojens, jene Leute, die um seinen Schutz ersuchen. Der bringt 270 und ist aber eigentlich eine einfache Quest. Ja gut, pass auf, den nehmen wir mal schon mal an. Da wollen wir auch hin. So, und hier ist noch eine Rattenplage. Die nehmen wir auch schon mal an. Genau, das ist da alles in der Nähe. Das passt mir. Da will ich hin. Was haben wir denn hier so? Hier haben wir einen Rohling. Hier haben wir noch einen Rohling. Hier haben wir einen Bogenschütze. Okay, ja gut. Brauchen wir jetzt aber eigentlich gerade nicht. So, wir gehen mal ins Meister, zum Meister der Schmiede. Hey du, pass mal auf. Ich brauche ganz dringend auf jeden Fall, dass wir 25 mitnehmen. Dann kriegst du meinen Dolch. Leichte Rüstung. Den behalte ich. Den behalte ich. Das wäre erstmal alles schon wieder wahr. Das ist total ätzend. Ich krieg gerade meine Waren und alles nicht runter. Ich muss zu viel mitschleppen. Das ist mein Problem. Ich schleppe einfach viel zu viel mit. Ich kriege es nicht runter. So, wir brauchen jetzt den zum Beispiel brauche ich ja. Den kriege ich aber erst für Stufe 5 und unsere wilde Hilde ist erst Stufe 3. Deswegen ist das wieder so eine Sache, kriege ich den so schnell, wie ich es möchte? Guck mal, zum Beispiel brauchen wir nachher den Geisterborn. Der bringt 12, meine Freunde, der bringt 12. Also wir haben hier schon so viel, was von den Materialien ist. Gut, das hier würden wir wieder loswerden. Warte mal, habe ich zweimal den? You can use my anvil. I can also repair your armor. Ja, ich habe den zweimal, sehr gut. So, wieder mal ein bisschen was losgeworden. Was war denn das für ein Gewicht? Ah, 1,5 ist der Axt. Ist jetzt auch nicht unbedingt. Aber Klamotten sind zum Beispiel mit 3 dabei. So, haben wir das und das. Wir könnten eigentlich mal das hier noch zu den Seilen knüpfen. Der bringt 0,1, der bringt 0,2. Ja, aber wir machen es einfach, damit wir das dann auch wieder haben. Seile sind immer gut.
Eile, Seile mit Weile. So. Fluppig. Ich überlege gerade, machen wir noch hier Dietrich? Nee, ich würde die gerne alle behalten. Ich würde die erstmal alle behalten. So, pass auf. Wir haben es jetzt mal schon wieder 40 Minuten. Aber ich möchte mit euch wenigstens in diese Richtung mal hingehen. Und, guck mal, der kriegt nur 190. Die Schwierigkeit ist aber durchschnittlich. Okay, oder gehe ich hier durch? Nee, wir gehen hier oben lang. Wir gehen da oben lang. Denn wir brauchen etwas, was ihr nicht habt. Gab es nicht irgendwo die Fähigkeit, dass wir länger schnell rennen können? Gab es doch bestimmt irgendwo, oder? So. Ich glaube, wir könnten jetzt wieder in die finstere Höhle gehen. Wenn wir in die finstere Höhle gehen, könnten wir dort wieder Sachen holen. Hier müssten wir eigentlich rein, um wieder die weißen, also die Dings hier zu holen, das weiße Leder. Aber wir lassen das erstmal. Es bringt nichts, wenn wir jetzt auch schon wieder das weiße Leder holen, weil wir dann schon wieder viel zu viel tragen. Wir müssen wirklich ein bisschen gucken, dass wir da ein bisschen jetzt davon abkommen. Denn wir brauchen mehr Leute. Ah doch, das könnte der Weg sein. Oh, Leder ist gut. Leder ist gut, da kriegen wir Holz. Was kriegen wir bei dir? Da kriegen wir auch Holz. Ah toll, natürlich brauchen wir Holz. Also Holz ist immer wichtig. Wir müssen auch schon wieder bald rasten. Und da kriegen wir Eisen. Nein, du sollst nicht hochgehen, du sollst dahin gehen. Es gibt irgendwie noch so eine Kletter... Diese Verzweifelte, aber die greifen uns an. Okay, da müssen wir so leider niedermachen. Also wenn sie uns jetzt angreifen, dafür kann ich jetzt ja gerade nichts. Jetzt hätte ich sie in Ruhe gelassen. Ich wollte mit euch nur dahin gehen, weil ich glaube, da ist der zweite Charakter, den man hier bekommen kann. Natürlich stehen die mitten im Nebel, ne? Wilde Hilde, du gehst da mitten da rein. Dann könnten wir mit Bart, den nämlich ausschalten. Der ist erst am Ende dran, ne? Ego. Ja. So, und jetzt könnten wir mit Wilde Hilde einfach mal hier reinlaufen. Weil ich Pech habe. Ach Mist, da ist der Wilderer. Und da ist der andere Wilderer. Aber ist kein Problem. Ja, ist kein Problem. Weißt du was? Dafür habe ich Mr. Bart. Mr. Bart ist nicht so zart. Ja, was denn? War es das schon mit dir, mein Freund? Ja. So, jetzt kommt Mr. Diego. Diego zeigt auch noch, was er kann. Denn Diego haut nämlich volle Kanne ran. Okay. Ey, da raus. Aber hier ist irgendwo noch einer. Ach, die Amana ist noch irgendwo. Gut, da würde ich erstmal Rhea reinsetzen. Die wird irgendwo hier hinten nämlich sich verbergen. Aber wir machen wir erstmal so. Da ist er. Das ist so geil, weil wir einfach einen Gegenschlag haben. Wir haben einfach einen Gegenschlag und jedes Mal, wenn sie auf die Hilde gehen, ist es für sie eher tödlich. Dieses Schild ist so... Ey, unser Tanky ist einfach der Wahnsinn. So, wir kriegen wieder ein bisschen Geld, wir kriegen ein bisschen Eisen, wir kriegen ein bisschen beschädigter Dolch. Und so, Stöpfe haben wir noch. Wir machen einmal reparieren und unser Diego hat, oh ja, Geschicklichkeit, passt perfekt. Nächste Stufe hat er dann auch nochmal was, da können wir auch nochmal ein bisschen was verbessern, das schauen wir mal dann. So, was haben wir da jetzt bekommen? Oh, oh, bitte, bitte, habt Erbarmen, meine Herren, habt Erbarmen mit uns. So, Moment kurz, wir werden es gleich weiter haben. Ich bekomme hier gerade jemand eine Frage, gleich wieder da. So, da sind wir dann auch schon wieder, dann geht's weiter. Wir wollten euch mit unserer Einwohnung nicht verletzen. Wir wollten euch nur Angst einjagen, damit ihr eure Kronen rausrückt. Bitte tut mir nicht weh. Es war falsch und wir wussten es. Aber Gosenberg verlangt so viel Wegzoll, dass wir keine andere Wahl hatten. Der einzige Ausweg war, Reisende zu berauben. Wenn wir ihr... Oh, wir würden den Bogen des Plünders, aber wir brauchen 200. Oder wir erledigen, dann erhalten wir 5 Stoff. Das Problem ist...
Hier ist jetzt mein Problem. Wir sind ja trotzdem Diebe. Die haben uns angegriffen. Nur weil sie natürlich irgendwas haben. Wir wollten nicht wehtun. Das ist Blödsinn. Die sind auf uns gegangen und die hätten uns auch nicht verschont. Ist einfach so. Und hätte ich einen Passierschein, würde ich ihr den ja geben. Da ich aber keinen habe, ich weiß auch nicht, was der Bogen des Plünderers bringt. Ist der besser als das, was wir haben? Ich glaube nicht. Ist das 200 G wert? Also 200 Kronen? Weil ich muss danach wieder. Also ich bin dann auf 400 runter wieder. Wir sind dann auf 400 runter. Ich würde Kronen gerne lieber mehr haben. Weißt du was? Wir erledigen sie. Nehme ich lieber den Stoff mit, weil ich es nicht einsehe, für sie jetzt dazustehen. Okay. Wir sind dann auch fertig und können in der nächsten Folge, genau, in der nächsten Folge kriegen wir das, was ich gerne haben wollte. Das müssen wir dann mal schauen. Aber ich weiß nicht, ob wir diese Person dann auch retten können, wie wir das wollten. Oder wir gehen erstmal da hoch. Ich muss jetzt nochmal schauen, wie wir das machen. Gucken wir mal dann. Aber ich glaube, da gab es nämlich eine Möglichkeit. Da hatten wir nämlich jemanden getroffen und den könnten wir dann nämlich, glaube ich, akquirieren. Aber jetzt machen wir dann nächste Folge. Jetzt machen wir erstmal, setzen wir uns hin. Wir werden nochmal was zusammen frödeln. Was haben wir denn hier so Feines? Genau, du kannst nochmal hier so einen Apfelwein mit dem reingeben. Dann gibst du den hier mal ein bisschen Wolfsfleisch rein. Und einmal Kirchen und dann Kirschen natürlich, ne? Nicht Kirchen. Hier ist, was ich meine. Und dann machen wir mal eine Runde rasten. Und dann sind wir für die nächste Runde wieder fit. Danach die nächste Runde müssen wir, sollten mich auch wieder bezahlen. Ist halt leider so. Aber jetzt haben wir es ja erstmal. So. Bombastisch. Das wird so geil. Das wird sowas von geil. Oh, warte mal. Rea hat noch was Kleines. Ach, manchmal wünschte ich, wir könnten irgendwo Halt machen, uns niederlassen. Wir könnten stationierter Söldner werden, Häuser bauen, Beziehungen knüpfen. Ich bin des Reisens müdes. Er hält mir als Beziehung zu Nahestehenden. Feiern, feiert diese große Abenteuer mit den anderen. Hält Rea, hält den Status eingeschnappt. Einer Rast verdient der Trupp 2 weniger Tapferkeit-Punkte. Nee, dann machen wir hier mal eine kleine Feier. So, machen wir ein Feierschirm, dann haben wir noch ein bisschen gefeiert. Und dann passt das Ganze. Für heute war es das erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommt jetzt mal was Feines. Und ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann gucken wir mal, ob wir den einen Typen dann kriegen. Und ich gucke dann nochmal, müssen wir mal gucken, wo wir dieses Heilmittel für diesen einen Typen finden. Werdet ihr dann noch sehen, was ich meine. Und dann gucken wir mal den Turm, habe ich ja schon gesehen, ob wir da den Schmied endlich finden. Irgendwo war der Schmied, aber ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Ich wünsche jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend und morgen, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute. Bis dahin. Tschüss.